Pack ihn wieder ein! Steck dein Ding wieder ein! Junge, das ist Jan Pillemann Otze hier. Das gab mal so ein Lied. I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the family. Legacies, family. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Vermintide 2. Ich habe heute für euch eine sehr witzige Folge am Start. Wir klären in diesem Video den Unterschied zwischen Zwergen und Gnomen. Wir lernen aber auch heute, wer eigentlich Pimmelmann Otze ist. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit diesem Video. Viel Spaß, Leute. Das wirkliche E-Sports. Weil hier schwitzt man wirklich, ne? Ja. Schwitzen bei der Arbeit. Zwei weniger. Oh, jemand hat ein Buch gefunden. Come on. Ich nehme mal so eine. Come on, let's go. So ein explosives Fass mit. Ja, nimm mal mit. Oh, so ein Ritter. Ah, ich wurde verschleppt. Also auf Recruit war diese Map ganz leicht, ne? Ich glaube, die haben wir beim ersten Mal oder so geschafft. Irgendwie sowas. Gibt's hier irgendwas? Eine Kiste. Die kann man nicht aufmachen. Die leuchtet so blau. Wo habe ich jetzt mein Fass? Ohne Boden. Genau, Fass ohne Boden. Ah, da ist er es, ja. Ich hab's wieder. Ach, da ist es. Aber wahrscheinlich kommt wieder so ein Assassin, der mich gleich abholen wird. Oh fuck. So. Blöder Rattenritter. Ich wusste es, dass gleich irgendwas hier auftaucht. Runter mit euch! Das ist Säge! Wird hier beschossen. So. Scheiße. Ey, der hat mein Kill geklaut. Der Zwerg hat mein Kill geklaut. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gnom und Zwerg? Ich habe das Gefühl gar keinen. Beide sind klein. Oder Zwerge kommen aus irgendeinem anderen Land. Also aus Mittelerde. Ja. Das ist der einzige Unterschied. Ah, okay. Keine Ahnung. Wie gut sie ist. Egal. Okay. Nein. Könnt ihr mich irgendwie abholen? Scheiße. Und da kommt noch so ein Gatling-Typ. Warte. Weißt du, ob ich das so rechtzeitig schaffe? Danke. Ey, das war echt blöd. Das war echt blöd. Ich hätte den abschießen sollen. Da ist ein Getränk. Das werde ich einnehmen. Jo. Und dann nehme ich diese Heilung. Medikit. Nimm. Nimm das. Du meinst, du hast es schon genommen? Nein. Jo. So, hier müsste jetzt wieder so ein Viech kommen, oder? Nach Plan, also wenn alles nach Plan geht. Gnome sind kleiner, schmächtig, während Zwerge sehr behaart und muskulös sind. Also ich sag mal, eins haben sie gemeinsam, die sind klein, oder? Also. Ja.
Was ist das denn? Irgendwo. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Hab dich. Okay, Assassin ist tot. Du Schweine! Ich hau hier die ganze Zeit in die Luft. Du kommst nicht ab, oder was? Nee, die schießt die ganze Zeit wegen Feuer, ey. Oder irgendwelche Raditz-Typen kommen mit so einem Stoß nach vorne. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Rattling. Rattling Gun. Zwerge sind die besten. Hey, Assassin. Oh oh. Ist er tot? Oder der ist weg. Ja, der kommt bestimmt wieder. So, also wir müssen jetzt dieses komische Dreieck. Mhm. Oder? Ja, 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 also das ist die erste Tür. Ah ne, hier ist noch eine Tür. Warte mal, wo kann man... Ah, ganz unten, ne? Oh oh. Ja, genau. Wow, dieser Gastyp, der hält voll viel aus. Mhm. Haben wir überhaupt irgendwas aktiviert? Ich weiß es nicht. Ich aktiviert alle Türen. Jetzt so ein Stier auf den Kopf gedreht, Symbol. Ja, stimmt. Ein dreihörniges Stier. Genau. Okay, gibt's da überhaupt ein Zeichen von? Jo. Oder ein Schalter dafür? Ja, stimmt. Kannst aber nicht aktivieren. Hallo. Hallo. Nee, geht nicht. Ja, vielleicht erst, wenn die Welle vorbei ist. Vielleicht, ja. Geht das jetzt? Versuch mal. Jetzt, ja. Hat sich geöffnet. Okay, die letzte wäre dann dieses Fadenkreuz, ne? Mhm. Aber wir können es nicht aktivieren. Wir müssen erstmal abwarten. Assassin! Nein! Machen die hier einfach Actimel-Werbung. Ja? Ja, ich kann es immer noch nicht aktivieren. Wir machen Schleichwerbung. Auf jeden Fall. Hey, hörst du die Geräusche? Ja, ja, da ist ein Maschinengunner. Ah, der ist tot. Oh, ich kann es nicht aktivieren. Der Weg ist schon frei. Ist er schon offen? Ja. Oben? Oh, okay. Und ich warte hier die ganze Zeit. Ich hab den Ritter gekillt. Geil. Und ich warte, bis das nächste Symbol. Zwei Heilungstränke. Wie war das? Axa, wir machen den Weg frei. Oder wie war das nochmal? Die Werbung. War das nicht Volksbank? Boah, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall irgendeine Bank. Ja, ich meine Volksbank war das. Wir machen den Weg frei. Hier ist ein Buch. Dahinter. Und wieder so ein Getränk. Cool. Da kommt eins, nehme ich. Die beste Werbung in Dibadu. Ja.
Diba, Diba, du. Diba, du, Diba, du. Ey. Mit Nowitzki. Mit Dirk. Mit dem, Dirk. Ach du Scheiße. Oh. Hier ist irgend so ein Teleporter. Ultra-Zauberer ist Ultra, hier. Der ist so Ultra. Aber der ist nicht mehr Ultra, ich hab den gekillt. Okay. Der ist Ultra-tot. Ey, das ist ein Viech, ne? Ja, ja, ich komme, ich komme, ich komme. Explodier! Explodier! Ja, zu spät. Ah, ich bin im Feuer, nein! Der mit seinem Pillemann, ey. Ja. Das Pillemann Otze. Der ist so ultra. Der Pillemann Otze. One shot. Ja. Ach du Scheiße. Ah, der jagt mich! Alter! Nein! Geh weg! Warte mal, ich heil mich. Steck ihn wieder ein! Steck dein Ding wieder ein! Junge! Das ist Jan Pillemann Otze hier. Es gab mal so ein Lied. Jan Pillemann Otze. Okay, kann mich jemand heilen? Ah! Halt mich! Oh. Please! Ne du Drecksau! Komm. Muss ich mal eben heilen. Nein, nein, geh weg, geh weg. Ja, genau. Ich versuche auf seinen Arm zu schießen. Ich glaube, das war daneben. Ey, Pillemann Otze, bleib mal stehen hier. Into gloom. Ah! Fuck! Nein. Ich hab ihn ganz schön viel abgezogen, du. Ja, das ist gut. Ja, komm. Wir schaffen es. Jetzt haben wir ihn. Nein, nicht. Ja! Wow! Geil. Ja, ich hab ihn gekillt. Ich hab mich geopfert für euch. Yeah. Damit ihr ihn. Warte mal, hier waren noch tausende von Getränken. Wo sind die jetzt alle hin? Ich brauche unbedingt ein Getränk. Also ich hatte alle benutzt. Also zumindest zwei oder so. Warte mal, wo habe ich die gesehen? Wo müssen wir hin? Müssen wir hier irgendwas aktivieren? Wir müssen manchmal gucken, ne? Im Wasser ist manchmal auch was drin. Im Wasser habe ich mal so Getränke gefunden. Okay, hier ist alles geplündert worden. Die vergessene Kanalisation. Also ich habe den Weg gefunden, ne? Puh, gut. Come on! Out here! Raditz ist ein waschechter Held. Bin ich das? Ich halte nur meinen Körper hin, weißt du, damit die Gegner abgelenkt sind und die anderen die Arbeit machen. Weißt du, diese Riesenratte da mit diesem Tentakelarm, das erinnert einen so ein bisschen an diese Japano-Pornos mit diesem Hentai. Wie heißt das? Hentai-Tintenfische da. Tinten. Jo, okay. Stimmt. Ja, ich bin jetzt wieder in einer anderen Welt unterwegs. Ah. In der perversen Welt. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Keine Ahnung. Also hier ist nichts. Hentai! Ah, müssen wir hier runter? Jupp, wir müssen hier runter in dieses Loch. Scheiße. Ey, hier ist irgend so ein Schleichmörder. Hält deinen Körper für Pillemann Otze hin.
Scheiße, wo seid ihr? Wo seid ihr? Achso, ich muss hier durch das Loch. Schnell, wir sind gleich tot, ey. Ich bin hier alleine, ey. Oh ne, doch nicht. Nee, ich bin schon da. Okay. Ich war kurz abgelenkt. Das war knapp, ey. Ah, scheiße, das hat nicht funktioniert. Okay, ich hab mich geheilt. Ihr dreckigen Schweine. Okay. Wow. Phew, geschafft. Hier kann noch Heilung liegen, ne? Nimm mal oh mit. Ja, oh ja, ich muss auf jeden Fall Heilung machen. Ah, ich hab das Buch geklaut. Jetzt gerade abgelegt. Ja, selber schön. Wenn Leute, ne? Sich heilen. Aber ist ja egal, wer es mitnimmt. Ist ja egal, wer es mitnimmt. Nee, ich glaube, hier ist nichts mehr. Okay. Ich find's schade, dass man nicht schnell laufen kann. Mhm. Wenigstens für kurze Zeit. Oh nee, nicht diese Stelle. Got the key, was? Irgendeiner hat einen key bekommen, was? I was got für ein no key? Key. Folge der Leichenspur. I got a fass. I got a fass. I got the fassa. Die! Let's fight. Ach du Scheiße. Ich glaube, hier kommt gleich so ein Juggernaut. Hier ist so ein Zauberer, ne? So ein Ultra-Zauberer. Ultra? Ja, der hat so einen Sturm. Am Start. Warte mal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Also, ich bin ganz unten. Ich bin die Treppe runtergelaufen. Nicht runtergefallen, gelaufen. Ach so, hier. Wir sind überall Ritter. So. Ich hab mal hier ein bisschen aufgeräumt. Jo. Bam! Einer schreibt schon, hey, let's go. Der wartet die ganze Zeit. Someone got the key or not? Not. Scheiße. Wo sind die denn hin? Hat er den Key to the City gefunden oder was? Keine, ja, bestimmt. Okay. Die warten da schon sehnsüchtig auf uns. Ja, wenn man einfach durchläuft, kann man das auch machen. Ja, wenn man so ultra stark ist wie die, ne? Ich muss mich mal eben heilen. Hey! Da liegen noch Getränke, da nehme ich mit. Ah! Kam einer hier auf einmal. Einfach so. Einfach so aufgetaucht. Ey, ohne Vorwarnung. Hier ist, Heilung, ne? Hier ist Heilung. Ja. Brauchst du? Nee, ich habe ein Buch dabei. Ich auch. Ey, wir haben drei Bücher. Nur halt keine Heilung dafür. Na, das stimmt nicht. Ach du Scheiße. Heilige Mutti. Das waren zu viele von diesen Ratten. Rittern. Hm? Heil dich. Jo, danke. Er ist runtergefallen. Also jetzt könnte ich Heilung gebrauchen, ne? Das. Also da liegt noch so ein Medikit. Sollte eigentlich liegen. Leute, ich konnte mich nicht heilen. Jetzt hat jemand mein Buch wieder mitgenommen. Aber ist nicht schlimm. Egal. Ich glaube, jemand hat irgendwas liegen gelassen. Ich habe das weggenommen. Ja, machen wir öfter. So ein Heilungsback habe ich wieder mitgenommen. Okay. Ja, wenn ich schon kein Buch mitnehmen kann, dann nehme ich so ein Heilungspack. Richtig. Oh, ja, jetzt weiß ich, was du meinst, Emilino. Mit dieser Suppe. Lecker Süppchen.
Süppchen wird gekocht. Der richtige Spaß fängt gleich erst an. Ja, das glaube ich, das glaube ich. So. Ach. Hey, wartet auf mich. Fangt nicht ohne mich an. Jetzt machen wir Ratatouille hier, oder was? Ich bin Ratatouille runtergefallen. Müssen wir irgendwas aktivieren? Bleibe innerhalb... Überleben. Ja, wir müssen in diesem Kreis bleiben. Einfach überleben. Jo. Irgendwo war ein Gunner, wa? Nein! Könnt ihr mich irgendwie... Ja. Okay, danke. Scheiße! Bitte. Und das. Oh, ich bin in die Suppe gelandet. Ah! In die Suppe ausgerutscht, oder was? Ja, ey, du wirst langsamer irgendwie, oder? Ja. Du wirst verletzt. Die will, ja? I kill you! Bam! Von hinten. In seinen Rücken. Boah, ich werd hier langsam vergast. Gas! Ah, irgendeine, die Suppe ist schon bis zur Hälfte fertig. Irgendeiner ist tot, ne? Das ist gut. Oh, ich bin tot. Die Suppe ist bis zur Hälfte schon fast fertig. lecker Suppe! Aber es sieht noch ganz gut aus für uns. Ja. Also ich hab fast... Oh. Was war das? Was? Oh oh. Bin tot. Fuck. Halt mich. Oh, lebe wieder. Komm, wir schaffen das. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Gotcha. Oh ja. Gas rein. Aber ich sag mal, das geht noch. Ja. Rettet ihn, nein! Rettet mich! Twice the glory! Nein, ich bin runtergeflogen. Bloody hell. Ey, wir haben es geschafft, ne? Wir haben es geschafft. Ja. Right. Kann man das eigentlich mitnehmen? Dieses Päckchen? Dieses Heilungspäckchen? Ich weiß nicht. Ich habe mich jetzt einfach geheilt. Ja, sicher. Ne? Ey, geil, wir haben es geschafft. Yo. Ich muss ehrlich zugestehen, wir haben nicht dran geglaubt. Ich hab nicht dran geglaubt, sagen wir so. Also die Suppe war eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Gute Arbeit, Jungs. Jo, danke. Danke. GG. Berf schreibt GG. GG. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere einfach diesen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren, sonst könntest du Videos von mir verpassen. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir sehr gerne auf Twitch folgen. Das würde mich super mega freuen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video bzw. Stream, Leute. Ciao.